herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen GWD Minden. Endstand vor 4.453 Zuschauern, 26-22. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Drücken hier. Nee, alles gut. Ja, schönen guten Abend. Zunächst mal natürlich Glückwunsch an Robert und sein Team zu einem völlig verdienten Sieg. Wir haben, glaube ich, ein Spiel gesehen, was sehr intensiv war, was auch ja, gutes Niveau hatte dafür, dass es das zweite Spiel war in drei Tagen. Sicherlich eher geprägt durch gute Abwehrleistungen als durch gute Angriffsleistungen, zumindest auf unserer Seite. Aber ja, wie gesagt, für ein zweites Spiel war das, glaube ich, ein ganz ordentliches, intensives Spiel. Für uns kann man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit so ein bisschen am Leben gehalten worden sind durch unsere Deckung und vor allen Dingen durch Christopher Rambo, der uns einfach ein paar leichte Tore gebracht hat und dann auch die Rückstände, die sich dann entwickelt haben, wieder ausgeglichen hat. Wir hatten eigentlich den besseren Start und hätten da in Führung gehen müssen, hatten eine Menge gute Chancen. Da hatte, so wie insgesamt über 60 Minuten, Erlangen den besseren Torhüter, dieses Duell deutlich gewonnen. Hat vor allen Dingen Alexander Switlitzer sofort den Schneid abgekauft, was natürlich für uns ungefähr einmal im Jahr vorkommt. Und das war dann heute ausgerechnet der völlig falscheste Tag, den man sich dafür aussuchen konnte, wenn man so will. Und das war ein wichtiger Punkt auch schon in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat sich dann Erlangen, glaube ich, zu einer sehr, sehr guten Abwehrleistung aufgeschwungen. Und wir haben es nicht geschafft, noch einen zweiten Rückraumschützen zu finden, aus dem Rückraum noch weiter Druck zu entwickeln, außer über Rambo. Und als denen dann die Kräfte verließen, dann haben wir dann ganz viele schlecht vorbereitete Würfe genommen, sodass Hundstock seine Statistik hochschrauben konnte und wir unsere Negativstatistik. Insgesamt bin ich mit der Deckung nicht zufrieden, mit dem Angriff nicht zufrieden. Bei 22 Toren aus 53 Versuchen, das ist zu wenig. Und auch die Art und Weise, wie wir dann vor allen Dingen die letzten 12 Minuten gestaltet haben, das ist das, was ich dem Team vorwerfen muss. Vorher, dass man da, dass Fehler passieren, das ist ganz normal. Das Spiel war intensiv, alles gut. Aber die letzten 12 Minuten haben wir den kämpferischen Willen, hier sich dagegen zu stemmen bis zum Schluss, vermissen lassen. Und das ist etwas, was nicht geht und was auch ja, mit dem Team zu besprechen sein wird. Aber nochmal Glückwunsch zu einem völlig verdienten Sieg und einer, ja, in meinen Augen, starken Leistung von Erlangen. Vielen Dank, Herr Carstens. Robert, wie hast du die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, erstmal danke. Schönen guten Abend. Ja, ich kann nur zustimmen. Ich fand, das war ein sehr gutes Spiel heute in einer super Halle mit super Stimmung. Unser Publikum war wieder fantastisch heute. Wir wussten, was Minden sehr gut machen kann. Das ist das Rückraum werfen. Wie gesagt, da haben wir ein paar Probleme gehabt. Erste Halbzeit mit Rambo. Hat ein paar Tore zu einfach gemacht, aber auch wie gesagt, Mario hat uns sehr viel geholfen da. Wir müssen sehr, sehr hart für unsere Tore im Angriff erarbeiten. Klar, Minden hat ja natürlich auch eine sehr gute Abwehr mit guten Abwehrspielern. Und zweite Hälfte bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Wir haben unsere Abwehr noch besser gestalten. Zum Glück hat Minden nur einen, wie gesagt, Rückraumwerfer, der getroffen hat heute, und der wurde, wie gesagt, in zweiter Halbzeit ein bisschen müde, nur zwei Tore gemacht, hat uns natürlich einfacher gemacht, aber unsere Abwehrleistung heute wird immer besser und besser, Abstimmung immer besser und besser, und dass so ein Spieler wie Tobias nach nur zwei, drei Tagen reinkommen und so zusammenpasst mit unseren Leuten da, das hilft uns sehr und gibt auch natürlich Nico Link die nötige Pause, was da auch braucht und was man auch gesehen hat, die letzte zwei Spiele. In Angriff auch zweite Halbzeit haben wir die einfache Tore gemacht durch Jonas Link und Nico Link, und das hat natürlich uns auch geholfen, dass wir auch ab und zu mal einfache Tore kriegen. Normalerweise müssen wir immer dafür hart arbeiten, und das, finde ich, hat uns auch diesen paar Tore, dass wir weggehen konnten und dass auch zum Schluss diese Führung halten können. So. Wie gesagt, nach drei Tagen, so zwei schwere Spiele, fand ich, es war ein super schönes Spiel, und heute haben wir das Quäntchen Glück und die richtige Entscheidung in wichtigen Phase richtig gemacht heute, und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Vielen Dank, Robert. Stefan, 10. Sieg im 10. Spiel, Tabellenführer.
und eine Halle mit 4.500 Leuten. Du musst rundum zufrieden sein. Ja, es ist schwierig heute, was das Haar in der Suppe zu finden. Das muss ich leider eingestehen. Natürlich, wir sind rundum zufrieden. Wir haben großen Respekt gehabt vor diesem Wochenende mit dem Spiel in Essen und mit dem Spiel heute natürlich gegen Minden, die ja noch ungeschlagen waren und die auch auswärts sehr souverän bisher aufgetreten sind und eine Riesenqualität im Kader haben. Und wie die Mannschaft am Freitag in Essen aufgetreten ist, auch dafür nochmal wirklich Hut ab, ein Riesenkompliment. Und heute haben wir das wirklich gekrönt. Also ich muss sagen, ja, das hatte heute mit Zweitliga-Handball, sowohl was die sportliche Leistung beider Mannschaften angeht, aber auch die Kulisse und der ganze Rahmen wirklich im positiven Sinne nichts zu tun. Das war ja einfach fantastisch, das muss man sagen. Wahnsinnspublikum, 4.500 Zuschauer am Nikolaustag, am Sonntag, wo ja der eine oder andere sicher auch privat was anderes vorhat. Also das ist wirklich, war große, große Werbung, denke ich, für den Handball und wie unsere Mannschaft sich da durchgekämpft hat und auch in der zweiten Halbzeit die Nerven behalten hat. Das war wirklich großartig. Also Riesenkompliment an die Truppe. Und ja, trotzdem müssen wir nach vorne gucken. Die Tabellenführung ist schön, da freuen wir uns drüber. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Und nächste Woche geht es nach Aue. Das ist wieder ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Da wird uns eine große Fankarawane begleiten. Ich denke, dass es über 250 Fans werden. Wir haben eine Aktion auch noch laufen. Also das wird sicherlich hoffentlich wieder ein positives Erlebnis, ein tolles Spiel in Aue. Das ist ganz, ganz schwierig. Und schon mal im Voraus vielen Dank für die Unterstützung, die Mannschaft da erfährt. Und da gilt es jetzt in den nächsten Tagen, sich intensiv darauf vorzubereiten. Und ja, so kann es weitergehen. Vielen Dank, Stefan. Zeit für eure Fragen. Nutzen Sie bitte das Handmikrofon. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, der Neuzugang Tobias Rives, welchen Faktor konnte er so schnell spielen? Wir haben gehört, er hat sehr schnell in die Mannschaft gefunden. Man konnte auch sehen, er hat den Mittelblock sehr stark verbessert. Aber hat er dir vor allen Dingen in der Quantität mehr Möglichkeiten gebracht, dass man auch eben wechseln konnte, dass dann die Nico Link und diese Spieler dann mehr Körner hatten zum Ende noch? Oder konnte er schon wirklich auch Akzente setzen? Wie hast du das gesehen? Beides. Der setzt sehr viel Akzente, weil der kennt diese Abwehr seit in Schweden als Jung gespielt haben und er weiß genau, wenn er vorgehen soll, zurückgehen soll und das gibt ist das meine Philosophie und das gibt die in so kurzer Zeit die Sicherheit auch für die anderen, für Nico, für Chris und Tümmler. So der setzt auch sehr wichtige Akzente für uns. Klar, auch das andere, das die ein bisschen Pause kriegen können, das hat man gesehen, die vorletzten Spiele, das ist auch wichtig, aber der bringt uns sehr viel Hilfe. Ja. Wir haben gehört, die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme, wie du hast eine Mannschaft, die sehr sensibel ist, für sowas sehr gerne das überansprucht vielleicht, diese Tabellenführung für sich, im Positiven wie im Negativen, mental irgendwie. Musst du die bremsen, die Spieler jetzt, oder nimmst du das mit als Selbstbewusstsein, als Motivation? Klar, so wie wir die letzten zwei Spiele gespielt haben, müssen wir viel mitnehmen, aber wir haben auch vorhin gesagt, die wichtigen Spiele war jetzt Essen und Aue. Das hier war ein super Bonusspiel, Topspiel, Rahmen wie erste Liga. Und heute haben wir das ganz in Glück gehabt und gewonnen. Aber die wissen schon, dass Essen und Aue unsere wichtigen Spiele sind. So ich glaube, da wird keiner mehr abheben. Und haben wir das vorher gemacht, dann wissen die auch, was da passiert ist. Und das man kann trotzdem verlieren, aber nicht auf diese Weise. Weitere Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, war das, was du gerade beschrieben hast, der Grund dafür, dieses letzte Quäntchen Konzentration, das gefehlt hat, für die schwachen Leistungen in Anführungszeichen Dormagen, Nordhorn und jetzt gegen die starken Gegner, wo ihr plötzlich aufgedreht habt? Und Teil 2 der Frage, ihr habt in beiden Spielen, vor allem in der zweiten Halbzeit, deutlich dominanter gespielt als in der ersten. Woran lag das?
Ja, das haben wir vorher nicht so gut gemacht. Wir haben eine super erste Halbzeit in Nordhorn, in Dormagen. Und dann zweite Halbzeit völlig ohne Konzept und so weiter. Und daran haben wir gesprochen, gearbeitet, dass es nicht wieder passieren. Da finde ich, da sind wir viel cleverer geworden, mehr Alternative gefunden, um in zweite Halbzeit reinzukommen. Das ist schon auch viel, viel besser. Da haben wir manche Spiele leider verloren, zum Beispiel wie Nordhorn und so weiter. 8-9 Minuten ohne Tore. Das hat die letzten zwei Spiele nicht passiert. Das war eigentlich unsere Stärke jetzt. Bernd Pöllmann, Nürnberger Zeitung. Auch noch eine Frage an den Trainer. Wir haben schon viel über den Mittelblock so als Matchwinner der Partie gehört. Was sagst du zum Zusammenspiel der beiden Link-Brüder? Das war doch heute in der Offensive auch sehr beeindruckend, oder? Ja, wenn man Jonas vergleicht auf der Mitte am Anfang der Saison und jetzt, ist ein riesen Unterschied. Er hat so viele Fortschritte gemacht, Selbstvertrauen getankt, er hat so viel in sich und das gibt uns auch eine super Alternative zu Martin. Es sind zwei verschiedene Spielertypen und wenn das klappt, so wie heute, dann ist es schwer für Gegner, sich da einzustellen. Und ja, dass er gut mit seinem Bruder spielt, das ist ja natürlich auch gut. Einmal das Mikrofon an den Kollegen aus Minden. Genau, die Frage richtig an Frank. Wo hast du das dran festgemacht, dass die Mannschaft so den Kampf in den letzten 10, 12 Minuten nicht mehr so angenommen hat? Ja, woran sieht man, dass Leute nicht kämpfen? Körpersprache, Einsatz, Kooperationsbereitschaft, die Fehler des Mitspielers auszugleichen, also die Bereitschaft auch für Fehler des Mitspielers zu kämpfen. Das war schon zu sehen. Und wenn man dann solche Disziplinlosigkeiten hat wie Torbrügge oder auch Switlitzer da vorne, jetzt wo es direkt 2-Minuten-Strafen gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Zeitstrafen haben wir hier. Ich glaube 4 und davon 2 im Angriff und die waren berechtigt. Also da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Insofern ist das disziplinlos und das ist eben auch fehlende Kampfbereitschaft. Verliert jemand die Ordnung. Ja? Da gab es dann auch noch Abschlüsse im Angriff, die wir nicht mehr so vorbereiten, wie wir das abgesprochen haben. Jeder hat natürlich das Recht, schlecht zu spielen. Da mache ich überhaupt keinen, da werfe ich Alexander Switlitzer heute nicht vor, dass der Hundstock ihn mental platt gemacht hat. Ja, das ist in Ordnung, das ist sein Sieg und den soll er genießen. Das ist okay. Aber ich werfe ihm natürlich vor, dann nicht konsequent weiter sein Spiel und seine Aufgabe erledigt zu haben. Das muss man schon sehen. Und das muss man, da gibt es eben auch noch andere Aufgaben, die nicht erledigt worden sind und über die wir dann auch sprechen müssen. Wie gesagt, wir verlieren dieses Spiel eventuell auch, wenn wir das tun. Ja, wir hatten nicht mehr gute Möglichkeiten. Das war nicht unbedingt abzusehen, dass wir noch einen Rückraumlinken in unserem Kader finden, der noch ein Tor schießt. Deswegen hätten wir es vielleicht auch auf andere Art und Weise verloren. Aber Team und das Zusammenhalten, das steht über dem Sieg. Und das haben wir heute nicht gezeigt. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann wünsche ich noch einen schönen Nikolaustag. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder hier zur Black Knight. Vielen Dank.